Gut, dass du da bist. Wir haben's eilig. Da gibt's diese neue ELF-Funkanlage. Extreme Low Frequency. Das garantiert einerseits eine gute Kommunikation mit den Schiffen, bringt aber auch Stress mit den Bürgern. Sie behaupten, die Schwingungen machen sie verrückt und verursachen Parkinson. Ach, ich weiß ja selbst nicht. Schau dich mal in Vespucci um und rede mit Terror. Wie es aussieht, hat sich mal wieder eine bewaffnete Terroreinheit gebildet. Kommt immer häufiger vor. Ja, die Leute in Aqua werden undankbar und drehen bei der geringsten tödlichen Bedrohung durch. Ich sehe mich mal um. Hey, nicht Leonie. Ich hoffe, ich störe nicht. Mann, die würzen das Riftia-Steak mit Epsilon-Geschmacksverstärker. Davon kriege ich ein Ziehen im Genick. Das Zeug wirkt auf die Nervenbahnen. Alles, was richtig gut ist, muss wehtun. Deine Freundin Miriam meinte, du könntest mir was über unsere ELF-Anlage verklickern. Oh Mann, das Teil hier ist eine 300 Meilen lange Antenne mit einer Unmenge von Verstärkern und neuroakustischen Boostern. Jeder, der länger als ein Jahr hier verbringt, läuft Gefahr, verrückt zu werden. Im 21. Jahrhundert benutzten sie an der Oberfläche gigantische ELF-Antennen, um die Ionosphäre zu beeinflussen. Sie konnten mit den Strahlen durch die Erdkrümmung hindurchsehen, veränderten das Wetter, spürten damit U-Boote, Ölvorkommen und unterirdische Bunker auf. Gleichzeitig trieben sie ganze Städte in einen kollektiven Irrsinn. Und was geschieht jetzt? Nichts. Hab gehört, dass sich einige Aktivisten zusammenrotten. Ich krieg immer sowas mit. Eure ELF-Anlage wird wohl bald angegriffen werden. Pass aber auf, ich habe da ein paar Informationen über die Aktivisten. Sie tun meistens so, als fummelten sie was an den Relais, konzentrieren sich aber in Wirklichkeit auf die zentrale Station. Dort müsst ihr aufpassen. Wie schmecken die Galapagos-Krebse? Wir haben sie mit einem Hauch Orchidee aus den Anbaukuppeln von Floating Bone Meal gewürzt. Ohne Scheiß? Davon muss keiner... Wenn Sie lieber kotzen möchten, Sir, empfehle ich Ihnen runter ein Haifischdarm-Sandwich. Dadai, wusstest du, dass der Atlantische Rücken der Geburtsort des Ozeans ist? Die Erde bricht dort auf und stößt eine Menge Magma aus, was die Kontinente auseinanderdrückt. Jeder Tropfen Wasser versickert erstmal tief in der Erde, ehe er dort wieder rauskommt. Deshalb sind die Meere salzig, Mann. Wahnsinn! Nico, du hast so viel Zeit. Was soll der Blödsinn? Blödsinn! Ich sag dir, wenn wir mal einen Auftrag entlang des Rückens haben, ein Schuss auf die falsche Stelle und so eine Magmablase kann hochgehen und dir das Boot rösten. Da kann schon eine lasche Salve reichen, aber wenn man's weiß. Okay, wo du gerade von Magma redest, ich zieh mir jetzt einen aquarianischen Tsunami-Booster rein. Ist ein aquarianischer Tsunami-Booster. Nichts für jemanden, der in diesem Leben noch mal Kinder zeugen will, Kumpel. In diesem Fall, mach mir einen Doppelten. Die Leute haben recht. ELF-Wellen durchdringen sogar die Erde. Deshalb sind sie so nützlich für die Unterwasserkommunikation. Das neue Tunnelsystem ist noch fataler. Die eigentliche Antenne ist 300 Meilen lang. Oben vor Kanada bringt eine Anlage den gesamten St. Lawrence-Schild zum Tanzen. Was glaubst du, was Tunneling ELF mit unserem Hirn anstellt? Es verflüssigt die Substantia nigra. Die Leute benötigen Implantate, sonst verrecken sie. Die Anlage hier ist genauso gefährlich. Komm, Terry, es ist nicht erwiesen. Du bist ein Panikmacher. Sie benutzen es überall in Aqua. Es ist effektiv. Blödsinn. Wir haben Synapsenkommunikation. Die Sinnesrezeptoren des neu gezüchteten Mega-Hais. Sie nehmen Feldschwankungen von bis zu einem 5 Milliardstel Volt wahr. Okay, ihr beiden. Ich hätte ja Lust auf eine kleine Wissenschaftsdebatte. Aber ich werde lieber mal im White Water etwas in Duhol schlucken, um mein Hirn zu verflüssigen. Ich hätte etwas Entspannung nötig. Sieh an, bist du nicht der Dyflint? Ich kenne dich aus den Datenkanälen. Setz dich. Ich bin Freeman. Komischer Name. Oh nein, ich sagte nicht, dass dies mein Name ist. Was mich interessiert, welches Boot fährt so ein Hotshot wie du? Ein geborgtes. Eins wurde geklaut. Das tut weh. Ich selbst habe hier einen Bomber auf dem Schwarzmarkt erworben. So eine echt coole Kriegsmaschine. Ich habe da einen Verdacht. Du
Würde es dir was ausmachen, mir das Boot mal zu zeigen? Leider ist es bereits unterwegs. Hab's mit einem Sprungschiff nach Atacama City verfrachtet. Schluss mit dem Schwätzchen. Wir haben Alarm. Und ich so einen Warmduscher, der mein Boot geklaut hat. Komm schon. Eine Terroreinheit von Piraten-Scouts greift unsere ERF-Anlage an. Wir können uns keinen Kommunikationsausfall leisten. Wenn du fertig bist, fahr nach Magellan weiter.